Cheerio, meine lieben Pokémon-Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Platin in der Vogelpärchens-Challenge. Die haben ja auch mal länger, ne? So, unsere Aufgabe heute ist es, erstmal unseren Partner für Flämmchen zu fangen, unsere Partnerin. Und danach das nächste Pärchen. Wir müssen uns jetzt erstmal noch keine Sorgen machen um männliches Swatribi, weil den Ersatz gibt es ja, wie gesagt, erst sollte das Pärchen voll sein. So. Ich glaube, ich fange den. Fange ich den Partner hier? Im Grunde besser wäre das, ne? Weil wenn wir einen Swatribi nämlich schon haben, und zwar ein weiblich, brauchen wir uns wegen den männlichen keine Sorgen mehr machen. Weißt du was, ich teste das einfach. Los geht's. Ein weibliches Pokémon, bitte. Okay, sehr gut. Er will keinen Inkarder. Achso, diese Regel mit den Flug-Pokémon gilt nicht für Pokémon, die später ein Flug-Pokémon werden. Das zielt auf den Typen an, den sie jetzt gerade schon haben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, kein Togepi. Kann ich mal bitte ein vernünftiges Pokémon kommen? Das sind also Pokémon, wo ich so, oh nein, oh nein. Obwohl gegen Togepi können wir gut trainieren, beziehungsweise kämpfen. Weil das kann nichts. Ich speed mal ganz böse, so wie ich bin. Ich alter Cheater. Aber weil es uns ewig lange dauert. Ich weiß auch nicht, wann Flämmchen seine nächste Attacke lernt. Und? Nein. Oh. Ich glaube, ich gehe mal ins andere Gras rein. Hier gibt es zwei Pokémon, die ich überhaupt nicht haben will. Ich glaube, wenn ich mir das aussuchen müsste, dann würde ich eher in den Kader gehen als Togepi. Ich weiß, Togepi ist zwar was Großartiges und so, aber männliches. Nö. Wie gesagt, die Regel zählt noch nicht. Die zählt erst, sobald Flämmchen ein Partner, eine Partnerin hat. Und da Swatribi anstatt das einzige Flug-Pokémon hier ist, wenn wir jetzt ein weibliches Swatribi kriegen würden. Okay. Ich meine, Meryl wäre auch nicht so verkehrt. Dann hätten wir ein Feuer-Wasser-Team. Flämmchen könnte gut covern, wenn ihr zum Beispiel ein Pflanzen-Pokémon gegen Meryl eingesetzt wird. Und Meryl kann das gut covern, wenn zum Beispiel ein Stein oder Geboren reingeboren. Okay. Ist aber auch ein Wasser-Pokémon. Ringal ist also die neue Partnerin vom Flämmchen. Gut, dann wollen wir mal. Erstmal ein wenig schwächen. Okay, es zieht zum Glück noch nicht so viel ab. So, rein mit dir. Also die Pokémon werden dann immer nach dem Part ergänzt, ne? Also, da ich nicht vorspiele und das alles live hier habe, habe ich die Pokémon natürlich nicht vorbereitet. So. Ich meine, man kann es zwar alles nachmachen, ja, aber nee. Danke. Wärst du jetzt so überaus freundlich und würdest in diesen Pokéball gehen? Das wäre echt Bombe. Auch wenn es mich natürlich ein bisschen ärgert, ich hätte mich echt über ein weibliches Swatribi gefreut. Ja, wurde gefangen. Okay, jetzt muss ich das Gras meiden. Ich darf hier nicht mehr durchs Gras gehen. Es ist hoch oben in die Luft zu schweben. Es trägt Futter in seinem Schnabel umher. Ah, wie nenne ich dich denn? Wie heißt denn nochmal dieses Pokémon aus Pokémon Smaragd? Dieses Ringal, was dieser alte Mann hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne dich einfach Peggy. So. Genau, Piggy. Nein, Peggy. So. Das ist Peggy. So, raus aus dem Gras und jetzt am besten. Ich muss auch auf das X das Menü ist. Dann können wir uns auch lieber mal Flämmchen ansehen. Flämmchen ist Solo. Okay. Gab es hier schon den Unterschied zwischen Angriff Spezial und so? Ich glaube ja, ne? Oder nee, die Attacken. Ja, gab es schon. Okay, gut. Flammkörper. Das ist nice. Und Peggy. Hat Adlerauge. Mit Hart. Och nö, kein hartes Wesen. Obwohl, das ist für Flügelschlag und so echt gut. Ich bin da zwiegespalten.
Weil wegen Wasserattacken. Müssen wir auf sowas hoffen wie Dingsbums. Wie Kaskade. Apropos TMs und so. Momente. Alles klar. Sauber. Die erste TM, die wir kriegen. Und es ist erstmal die fucking Signature Move von Arceus. Geil. So, das ist unser Pokémon für das Wahrheitsufer. Ein Radfratz. Ernsthaft. Was ist denn das für ein Team schon? Ja. Oh. Ja, die typischen Anfangs-Pokémon, weißt du, so, wenn du es gerandomized hast. Naja, was soll man sagen? Radfatz kann ja gut sein, ja, also, da wollen wir mal nichts zu sagen. Radfatz kann ja echt gut was leisten. Ich meine, alleine mit dem Hyperzahn ist das echt böse. Ha! Flammkörper triggert. Kennt man das beim Ramoth, ne? Ramoth, 100% Flammkörper. So, jetzt gehe ich rein da. Dann gehen wir mal ganz kurz zu Mami ein bisschen heilen. Und dann muss ich die Pokémon nach dieser Folge mal nachtrainieren. Yay! Radfratz! Das heißt, wenn wir jetzt ein männliches Wartegebiet treffen, wird Radfratz dafür verdingsbumst. Obwohl, das stimmt nicht. Das muss erstmal eine Partnerin haben. Das bedeutet, dass doch noch Flämmchen in Gefahr ist. So, wie nennen wir dich denn mal? Du bist... Ach, weißt du was? Das ist, der Name fiel mir gerade keine Ahnung woran ein. Ach, was ist das? Das wird da bescheuert. Aber der fiel mir gerade so spontan ein. McCool. Das ist McCool. So, McCool. Das ist die falsche... Da, so, hier. McCool, ein sanftes Wesen. Angsthase, ja wunderbar. So, wie gesagt, dann gehen wir jetzt erstmal uns heilen bei Mutti zu Hause. Dann gehen wir durch das Gras auf Route 201 und hoffen inständig, dass kein Pokémon kommt. Ich möchte Flämmchen nicht verlieren. Besonders nicht ein männliches Wartribi, das entwickelt sich null. Das ist Tatsache. Es entwickelt sich nicht. Jetzt aber hier, komm, ganz rasch. Kein Pokémon, kein Pokémon. Oh, und hier auch jetzt. Kein Pokémon, kein Pokémon. Nein, bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh, puh. Ihr wisst gar nicht, wie man hier gerade am Schwitzen ist. Ja, wir haben es geschafft. So, gut. Jetzt wird der Partner für McCool gefangen. Die Partnerin, entschuldigt. Falsche Wortwahl. So, dann schauen wir mal. Oh, gut, okay. Es hätte jetzt nicht sein müssen, Normalopaar. Das muss nicht sein. Wie gesagt, ich muss dann nach der Aufnahme mal kurz die Pokémon nachtrainieren. Ein Schwalbini, okay. Partnerin für McCool ist ein Schwalbini. Komm, Burn Body. Body Burn. Nein, kein Body Burn. Das ist so richtig typisch. Hätte ein Gegner bei uns die Menge an Smog gemacht, die wir gemacht haben bisher. Der wird 10.000 Mal vergiftet worden. Reiner. Schwabini, ernsthaft.
Nein, ich kann die Pokébälle hier nicht so nacheinander schmeißen. Oh. Könntest du die wenigstens verbrennen jetzt? Danke. Da muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich Smog mache. Wenn es denn mal trifft. Alter. Ist das dein Ernst? Ich gebe Flämmchen gleich Ultraheilskraft. Was ein bisschen übel ist. Damit kann man keine Pokémon schwächen, damit killt man die. Och, Schwalbini. Kannst du jetzt mal in diesen verdammten Ball gehen? Rein da jetzt. Hopp. Geht doch. Schwing die wohlgefangen. Sehr schön. Blim. Es ist sehr mutig und stellt sich auch starken Gegnern. Es sucht ständig nach warmen Regionen. Echt? So. Für dich ist mir auch gleich schon ein Name eingefallen, als ich hier draufgekackt. Du wirst Nini heißen. Ich dachte erst einen Bini von Schwalbini, aber Nini finde ich besser. So, Nini, dann schauen wir dich mal an, du brennender Vogel. Ist froh. Froh war Schnelligkeit, ne? Spezialangriff runter, Schnelligkeit hoch. Adrenalin, oh nice. Das heißt, dein Angriff war eben gerade sogar noch erhöht. Durch den Burn, alles klar. Sehr schön. So, dann gehen wir voran. Jetzt sind wir ja zum Glück durch. Ja, es zählt leider nicht mehr. Wir haben dich schon gefangen, Schwalbini. Das heißt, du bist aus dem Roulette raus vom Pokémon, die andere verdrängen. Also wäre jetzt schon, wenn die männlich gewesen, hätten wir es nicht fangen müssen. Weil wir es schon haben. Ich wollte mal ganz kurz Dings heilen. Flämmchen. Weil ich keine Ahnung habe, ob wir jetzt noch irgendwelchen Trainern hier auf jeden Fall begegnen. Gut, ich habe jetzt gesagt. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Bestimmt Drachen-Pokémon schon als erstes. Die war ja okay. Davor habe ich auch am meisten Angst, ey. Die ganzen Komalats, hast du nicht gesehen. Mit Drachenwut. Das Ding ist Level 5, sehe ich gerade. Das wird nicht jetzt. Das wird natürlich. Aua. Ach toll. Denk auch noch an die Initiative. Why not? Ach, kann ich ja gar nicht. Ich muss Peggy einsetzen. Aber der hat. Und der hat auch noch Quacknarre. Aber wir dürfen 4 Tränke einsetzen, wir haben 4 Pokémon. Aua. Oh, das wird so ein richtiger Krampf hier noch zu kämpfen. Ich hätte nicht erwartet, dass da schon ein Pokémon Level 5 von mir, ey. So, heilen. Kannst du nicht was anderes außer Blubber? Aua. Der hat jetzt aber gerade mehr Hand gezogen als vorher, ne? So, weg mit dir. Oh. Ich glaube, ich gebe Flämmchen gleich wirklich mal Urteilskraft. Das ist echt ein Krampf hier. Falls es überhaupt lernen kann. Das ist eine andere Frage. Alter Kollege. Erster Kampf frisst schon die Hälfte meiner Tränke. So, Urteilskraft. Flämmchen kann es lernen? Ja, Flämmchen kann Urteilskraft lernen. Sehr schön. Kommen wir mit Urteilskraft immer durch hier. Hi. Ein Kampf, bitte. Soweit ich weiß, kann Kaumann hat, glaube ich, Drachen schon auf 7 oder so. Hallo, Schneckmack. Flämmchen, go! Flämmchen, setz Urteilskraft ein.
Bumm. Das hätte nicht gereicht. Wehe. Ich würde sagen, wehe, vergiftest jetzt. Wir setzen 5 Millionen Mal Smog ein und irgendwie nur 2 Mal triggert's oder so. So, sehr gut. Lämpchen Level 7. Komm schon, Glut. Glut tut mir gut. Ja! Jetzt, wo man gerade Urteilskraft einem beigebracht hat, ne? Aber der Kampf wäre ziemlich übel geworden. Hätte ich hier nur Smog gehabt. Wir hätten definitiv wahrscheinlich noch Flämmchen dabei fliehen können, weil... Weil... Vergiftung. Und wir haben kein Gegengift. So, dann mal hoch mit uns. Ah, sehr schön. Ich muss jetzt sagen, wenn wir jetzt mehr cool ersetzen müssten, wäre für mich jetzt nicht so das Riesenproblem. So, Panikon. Ist ja gut, dass wir gerade Glut bekommen haben. Bis was ich muss ja auch das Level Cap der Arena-Leiter noch beachten, ne? Bedeutet, ich werde gleich mal gucken, was das Level Cap von Fight, glaube ich, heißt, ne? Fight der erste. Und dann kann ich gucken, bis wohin ich das Pokémon trainiere. Die Pokémon. So, das ist ein Item, ne? Ein Schützer. Ja, falls wir mal einen Rizoros haben. Können wir den Rihonio machen. Ach nein, jetzt haben wir das ewige hier aus Jubelstadt. Ja. Ja. Lebel. Das war das erste Mal, dass er aufgetaucht ist, ne? Im Pokémon in der 4. Generation. Danach hat man ihn eben immer wieder getroffen. In Pokémon XY hat er dann ja nochmal seine eigene Questreihe, sogar seine eigene Storyline. Wenn man durchgespielt hat. Wo man auch einen der traurigsten Charaktere überhaupt kennengelernt hat. Ja. Dum, dum, dü, 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 dü. Eine Kampfkamera. Wow. Dün, dü, dü, dün, dün, dü. So. Ciao. Nein. So. Trainerschule, ja. Ich weiß nicht, muss man in der Trainerschule gegen Blackie wieder kämpfen? I don't know. Ich gehe jetzt erstmal heilen. Und dann schaue ich das vielleicht. Wir haben, glaube ich, kaum bis kein Geld, aber. Wir brauchen Pokébälle. Wenn wir jetzt in den nächsten beiden Routen wieder fangen wollen. Das nächste Pärchen. So. Quietsch. Guten Tag. 2 Pokébälle können wir uns leisten. Immerhin etwas, ne? Naja, arme Schweine hier. Werden raus in die Welt geschickt und... Wie viel gesagt? 1050? Wenn ich jetzt einen Rizoros rauskriege... ich behalte es erstmal. 5 Pokébälle müssen doch erstmal reichen. Gab es denn nicht auch dieses mit dem Clown? Doch, ich wollte gerade sagen. Von dem kriegt man dann doch sein Poketech. Ah, nee. Gibt es hier auch eine Route? Route 218. Ah, hier kann man uns surfen. Aber es gibt hier ein Item noch zu mitnehmen. Das ist gut. Hätten wir eine Angel, könnten wir natürlich hier auch unsere Pokémon fangen. Aber das ist nicht möglich. Oder? Ja. Ich habe nichts gesagt. Geil.
Alles klar. Ich glaube zwar, hier würde man wahrscheinlich noch ein besseres Pokémon kriegen, aber wenn wir jetzt fangen können, können wir fangen. Dann packe ich die Angel. Ja, genau. Ich packe die Angel schon mal auf die Basis-Item-Dings-View. So, was ist denn? So. Angel registrieren. Ja, Leute, aber ich würde mal sagen, die nächsten Pokémon fangen wir dann erst beim nächsten Mal. Ihr denkt daran, einen Daumen auf das Video zu schmeißen, auch zu abonnieren. Vielleicht auch die Challenge zu teilen, ne? Oder ihr probiert sie selbst mal aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir unsere nächsten fangen. Ich werde jetzt, glaube ich, aber erstmal unsere anderen Pokémon trainieren gehen. Wie gesagt, ich gucke, welches Level Fight hat. Und werde mich daran orientieren, wie weit ich sie jetzt trainieren werde. Da, so sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.